Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Du hast Magnamalo zwar besiegt, aber ich garantiere dir, dir stehen noch schwere Jagden bevor. Ach ja, wo wir gerade davon sprechen, Hinoa hat jetzt Stufe 5 Quests für dich. Sieh die dir also an, sobald du kannst. Hör zu, Shining. Dank dir brennt die Hoffnung ganz Kamura wie ein Leuchtfeuer. Mach weiter so. Ich habe jetzt ein gebrauchtes Schwert. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe die normale Story durch. Er hat mir einen robusten Ganzkörperanzug geschenkt. Der eine Typ hier. Also mit mir wollen jetzt wahrscheinlich eh alle im Dorf reden. Ich will jetzt wissen, eine Magma-Malo-Waffe. Kann ich oder kann ich nicht? Ich kann, aber die macht einfach gar nichts. Ich habe ja eh eine Waffe dafür parat. Kann ich mir noch nicht herstellen. Ich wiederhole es nochmal, was ich letztes Mal gesagt habe. Der Magnamalo, der war einfach mega enttäuschend. Aber die Rüstung würde sich wenigstens lohnen. Mach ich offscreen. Ich will jetzt wissen, welche Monster als nächstes drankommen. Der Magnamalo, der war jetzt nicht so krass. Narakuga. Der Sinogre. Ein Anjanaf. Anjanaf kenne ich noch aus World. Der ist jetzt auch nicht so krass. Der Mitsune. Der Rathalos. Der Somna Kampf plus Ketsu. Okay. Vier Viecher müssen wir bekämpfen. Ich kenne die alle schon. Wenn es von dir die mondliche Version bei diesem Spiel gibt, dann sage ich, dass das Spiel schwer wird. Komm mal mit den Anjanaf für heute. So Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen, Anjanaf. Jetzt wirst du für das leiden, was du der Katze angetan hast. Du riesiger Dino. Ich meine, ab der Stufe können auch allen Monstern die Gliedmaßen abgetrennt werden. Also der Schweif kann bei jedem großen Monster jetzt abgetrennt werden. Das ist jetzt der Vorteil, dass man das weiß. Der ist zu groß, ich komme gar nicht an den Schweif dran. Wo man schon von Größe spricht, bei Monster Hunter gibt es tatsächlich so eine Liste ja von diesen Größen. Und da ist einfach krass, was für Größen so manche Monster tatsächlich haben. Aua.
Ich habe eine Schlafkröte zwar unterwegs eingesammelt, aber die kommt erst zum Einsatz, wenn ich wetzen muss. Wo bist du denn hingesprungen? So, machtsam. Ach so, dich kann man nicht so einsammeln. Habe ich jetzt zum ersten Mal halt versucht, ob das geht. Zack! Weiß, dass Wasser deine große Schwäche ist. Weil ich habe dich schon in einem vorherigen Spiel besiegt. Und da warst du auch so eine Pillow-Person wie hier. Hattest damals schon nichts auf dem Kasten und jetzt schon nichts. Jetzt fängt er an. Jetzt ist er aggressiv. Meine Beleidigungen haben ihn offenbar schwer getroffen. Und treffen tut er trotzdem nicht. Das Dumme ist, ich aber auch nicht. So. Natürlich duckt er sich nach hinten dabei. Ey, hier wird nicht geflüchtet. So, du und ich. Wir haben noch was vor. Oh, ein Pilz. Ich muss noch Pilze sammeln für meine Nebenquest. Zwei noch. Und ein paar Dungbomben. Aua. Ich muss kurz Erste Hilfe trinken. Und beide Beine gebrochen. Ja, jetzt bist du ein Krüppel. Damit musst du auf ewig leben. Natürlich habe ich durch dich durchgesäbelt. Naja, wenigstens hat es jetzt mal funktioniert. Eine Schlafkröte, damit ich mal wetzen kann. Schlaf. Zumindest habe ich getroffen, Jungs. Und Mädels. Zack. Du kannst nix. Du bist eine Pfeife. Siehst du? Siehst du, wie ich dich auseinandernehme? So, auf den Schweif. So, jetzt will ich die Angriffe von dem sehen auf dem Reiter. Einmal wahrscheinlich der Feuerstrahl. Wenigstens kann ich ihn noch hier überall gegenschmeißen. Zack. Den Schweif muss ich dir immer noch abtrennen. Erledigt. Jetzt ist nur noch der Kopf dran. Ja, ja, du willst schreien und ich hab Blitzbomben. Steh doch auf. So. Jetzt kann ich wenigstens in Ruhe den Schweif gönnen. Bewehrst dich selbst dann noch? Oh, so, das sieht so lecker aus. Bestimmt gebraten, sehr schmackhaft. Nein. Das lässt du.
Da liegt, glaube ich, eine Böenkrabbe. Kann ich nutzen? Das ist doch auch mal lustig. So, Briech! Wenigstens lebst du ein bisschen länger als die anderen. Entkommen wirst du mir trotzdem nicht. Ich bin genau reingesprungen. So, ein Megatrank. Und jetzt kaufe ich mir dich. Ganz billig bei Aldi habe ich dich gekauft. Zack. Ich gebe mir noch das Material. Du Lusche kannst gar nichts. Sag doch, Lusche! Der ist jetzt schon fangbereit, Leute. Nur so zur Info nebenbei. So, zack. Aua. Oh, nice, dass du mir eine Falle dahin legst. Na gut, dann fange ich ihn. Muss ich wenigstens nichts abbauen. Ja, Leute, ich würde sagen, damit ist der heutige Part auch schon zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Ich verhöhne das Vieh noch.